Lieber Martin Kraus, du hast ein Buch geschrieben, der Träger war immer schon vorher da. Um was geht's in dem Buch? Ja, mein Buch, der Träger war immer schon vorher da, ist der Versuch, eine etwas andere Geschichte des Alpinismus zu schreiben. Eine Geschichte, wo es um vergessene, verdrängte, verjagte Bergsteiger geht, verfolgte Bergsteiger, es geht um die Träger, es geht um Wilderer, es geht um Schmuggler, es geht um Bergsteiger, die im Widerstand waren gegen den Nationalsozialismus, es geht um Deserteure aus den Gebirgsjägerkompanien und so weiter. Welchen Zeitraum umfasst es historisch? Die Geschichte des Alpinismus, die beginnt, wird üblicherweise begonnen mit der Besteigung des Mont Blanc 1786, was auch nicht durch Zufall zusammenfällt mit der Französischen Revolution, der Stürmung der Bastille 3 Jahre später. Also von dort ab, mit dem Beginn des Bürgertums, mit der bürgerlichen Gesellschaft bis zum heutigen Tag. Martin, hat das auch was mit der Naturfreundebewegung zu tun? Ja, die Naturfreunde waren ja, wenn man so will, der Wander- oder auch Bergsteigerzweig der Arbeiterbewegung. Breite sich in gewisser Weise ein in die insgesamt Arbeiterkulturbewegung. Und der große bürgerliche Verband, der Deutsch-Österreichische Alpenverein, mittlerweile nur noch der Deutsche Alpenverein, der war nicht unbedingt offen für Arbeiter. Und er hatte natürlich auch mit den Zielen der Arbeiterbewegung nichts und rein gar nichts zu tun. Von daher war es folgerichtig, dass sich die Naturfreunde gründeten. Und die Geschichte der Naturfreunde in den 20er Jahren ist ein Teil dessen, was man nennen kann, Demokratisierung der Alpen. Und was in den 30er, 40er Jahren passiert, da war der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, sofern er alpinistisch organisiert war, fast ausschließlich von Naturfreunden organisiert. Also eine schöne, stolze Tradition. Kannst du das vielleicht nochmal in kleinen historischen Etappen uns darlegen? Also Naturfreunde, Demokratisierung der Berge bis hin zum Nationalsozialismus und die Folgen möglicherweise bis heute. Na, die Naturfreunde haben sich ja gegründet in Österreich 1895, in Deutschland ein paar Jahre später, haben relativ schnell ziemlich viele Mitglieder bekommen und ihr Konzept war von Anfang an das des sozialen Wanderns. Es ging also nicht nur ums, erst recht nicht um Gipfelstürmerei, um Erstbesteigung, es ging darum, dass man andere Länder, auch andere Gesellschaften kennenlernt. Das war immer eingebettet auch in die Vermittlung von Wissen über diese Länder. Mit den 20er Jahren, das heißt also nach der Novemberrevolution 1918, wuchsen die Naturfreunde wirklich stark an. Das hat nicht nur mit der Novemberrevolution zu tun, es hat auch was mit der Entstehung der Massengesellschaft zu tun, auch mit dem Umstand, dass es einen 8-Stunden-Tag gab und einen freien Sonntag, dass also so etwas wie Freizeit entstanden ist, auch für Arbeiter, die eben genutzt wurde. Es hat auch was damit zu tun, dass das Eisenbahn, ein Eisenbahnnetz recht entwickelt war, wo man dann auch relativ gut in die Alpen oder in andere Gebirge kam. Die Naturfreunde waren in Deutschland schon relativ stark, noch stärker, relativ betrachtet zumindest, waren sie in Österreich. Sie waren ein wichtiger Faktor in der Geschichte der Alpinismusbewegung. Und kann man sozusagen eine Konkurrenz von Deutschem Alpenverein und Naturfreunde aufbauen, politisch, inhaltlich? Und was war die Rolle der beiden Verbände im NS? Und wie standen sie zu der Frage der völkischen Traditionslinien bzw. auch der Ausgrenzungspolitik gegen Juden? Die Geschichte beginnt im Grunde wesentlich früher als 1933. Der Deutsche Alpenverein, eben 20er Jahre Deutsch-Österreichischer Alpenverein, DÖAV, war sehr, sehr früh ein völkischer und auch ein antisemitischer Verein. Man kann ungefähr sagen, dass er ab Mitte der 20er Jahre, ab 24, 25 etwa, judenrein war. Das ist eine lange nicht bekannte, über einen langen Zeitraum nicht näher bekannte, sehr üble Tradition des Deutschen Alpenvereins, der sich der Alpenverein in den letzten Jahren erst gestellt hat. Allerdings das jetzt gut aufarbeitet. Die Naturfreunde waren immer der Gegenpart. Wenn wieder Juden rausgeworfen wurden aus dem Alpenverein, dann wurden zum Teil, so
sogenannte jüdische Sektion gegründet, relativ selten. Aber die Naturfreunde öffneten auch ihre Türen für die rausgeworfenen Juden. Und in dem Buch kommen da spezielle Beispiele von Naturfreunden vor, die widerständig waren und mit der Bergwelt zu tun haben? Ja, ich versuche ja die Geschichte des Widerstands in den Alpen nachzuzeichnen. Sehr vielfältig. Das waren Menschen, die über die Grenzen geschmuggelt wurden. Es wird Material, was eben über die Grenze nach Deutschland reingeschmuggelt wurde. Es gab zum Teil in Österreich auch sogar militanten Widerstand, bewaffneten Widerstand. Das waren alles Naturfreunde und man kann die Geschichte einfach nicht anders erzählen, außer dass ständig Beispiele aus der Naturfreunde-Geschichte eine Rolle spielen. Und wo endet das Buch und was hat es damit mit Naturfreunden und dem Deutschen Alpenverein zu tun? Das Buch endet in der Gegenwart. Da hat es nicht mehr so viel mit den Naturfreunden zu tun, da hat es auch nicht mehr so viel mit dem Alpenverein zu tun. Zur Gegenwart gehört Auseinandersetzung über Umweltzerstörung in den Alpen. Zur Gegenwart gehört aber auch, dass die Alpen weiterhin Fluchtort sind für Menschen, die ins EU-Gebiet kommen wollen, häufig aus dem Kosovo. Das heißt, Flüchtlingsströme über die Alpen gibt es immer noch. Man kann nur nicht sagen, dass die Naturfreunde damit nennenswert was zu tun hätten, aber es ist weiterhin alles, was die Alpen in den 20er, in den 30er, in den 40er Jahren ausgemacht hat, es ist noch halbwegs aktuell. Wir finden dieses Problem immer noch. Das Buch endet auch noch mit Klettern als politische Tat. Das ist auch in den sozialen Bewegungen, beispielsweise gegen Atomkraft und so weiter. Menschen gibt, die ihre kletterischen Fähigkeiten mit einbringen, beispielsweise sich von Brücken abseilen oder anderes in Castortransporter aufzuhalten und ähnliches. Das würde ich als politisches Klettern bezeichnen. Das ist auch Gegenstand meines Buches. Wie heißt das Buch und wo kann man das erwerben? Das Buch heißt Der Träger war immer schon vorher da. Die Geschichte des Wanderns und Alpens, des Wanderns und Bergsteigens in den Alpen. Und zu erwerben ist das in jeder Buchhandlung. Gibt es ein Nachfolgeprojekt? Ist was in Planung? Nee, das kann man zurzeit nicht sagen. Es gibt natürlich Planungssachen, aber die kann ich jetzt hier nicht verbinden. Ja, was ist Ihnen noch wichtig, sozusagen, dieser Naturfreunde-Welt und dieser ökologisch orientierten Welt mit auf den Weg zu geben? Och, weiß ich jetzt nicht. Fällt mir nichts ein. Und bergfrei? Weltfrei? Bergfrei kann ich gerne sagen. Ja.